Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Equestria. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und mit dabei ist die doofe Maimi. Woo! Und der plüschige Traffi. Hallo erstmal. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Wir haben beim letzten Mal den Wald, den Evershade, dankeschön. Evershade Forest, Evershade Woods. Besucht, haben nach Werwolf-Ponys gesucht und keine gefunden. Aber wir haben immerhin das andere Pony gefunden, welches dort verschwunden war. Was machst du? Ich bin nervös, lass uns losgehen. Wir wissen doch, wo die Alte ist. Okay, ich würde sagen, wir setzen uns erstmal entspannt hin. Und reden erstmal darüber, was wir heute machen wollen. Und zwar wollen wir heute... Das können wir auf dem Weg dahin entspannt machen. Wir haben ja die Quests zum Beispiel bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo sind denn die Quests? So, wo sind sie denn, die Quests da? One Pet in the Hoof. Also wir haben mit unserem Lehrer geredet und jetzt wollen wir endlich unser Cutie Mark. Und wir sollen mit Polly Poppet reden, mit der wir auch schon geredet haben, von der wir unser Pet schon bekommen haben. Und ich glaube, da waren wir einfach ein bisschen früh und werden jetzt vermutlich in einen Bug laufen, der das Spiel für uns unspielbar weitermacht. Nein, keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Nach da. Die Quest doch nicht. Oh. Geht's jetzt los, ja? Traffi, komm. Bei Fuß. Mann, ihr seid so langsam. Meine Güte, Maimi, du bist so langsam. Ich bin so schwer. Ich trage ja auch die volle Rüstung. Ihr habt nur Teile an. Ja, das stimmt. Hi Flora! Level 4 mit Cutie Mark! Und einem. Ja! Ach, guck mal, die hat ja aber ein schönes. Ich hätte jetzt fast armreif gesagt, aber hufreif. Und dann, ihre Frisur ist cool. Das ist cool. So, weiter geht's. Wir als Fohlen stürmen voran. Wir wollen auch unser Cutie Mark. Endlich! Endlich haben wir unser Cutie Mark! Wo ist eigentlich mein Pet? Ausgeschaltet wahrscheinlich. Scheinbar. Ich habe, glaube ich, wirklich mein Pet ausgeschaltet. So, mitkommen. Ist da? Sehr schön. Auf geht's. Hui! Granny Gray? Yep. Nicht Granny Smith? Nope. Woo! Ihr habt schon geguckt und habt gesagt, es gibt keine weiteren Quests momentan? Ich bin etwas rumgelaufen und habe schon mal geschaut und das ist die einzige Quest, die mir in Reichweite angezeigt wird. Einzige. Bei einigen... Ja, ich auch. Immer das gleiche Thema mit euch. Immer das gleiche. Sehr gut, Raffi, sehr gut. Ah, schön. So. Meine Güte, brauchst du lange mal eben. Wie eine Nase zwischen Schoß und. Sie ist halt die einzigste. Ja, stimmt. So, Wolli, rede mit uns. Brauchst du irgendwas? Nein. Was machst du hier draußen? Ich wollte nur gucken, wie es dir geht. Mein Lehrer erzählte mir, du könntest mir eine Lehrerin, wir haben herausgefunden, das ist eine Frau, hat uns erzählt, du könntest uns mit unserem Cutie Mark helfen. Brauchst du einige Unterstützung? Nein, wir nehmen natürlich das mit dem Talent, mit dem Cutie Mark. Toll. Oh, es ist jetzt Zeit dafür. Ich glaube, dass sich um Tiere kümmern, als Job ist genau das Richtige, mit mir denn zu reden, wenn du das machen möchtest. Das ist richtig. Also hör mir gut zu, wenn ich dir die Grundlagen erzähle und dir dein eigenes Pet gebe, welches neben mir schon sitzt. Vielleicht kriegen wir ja noch eins. Oh ja, bitte. Welche Sorte von Pet werde ich bekommen? Basics? Ich brauche aber kein Buch oder irgendwie sowas. Und Pet? Ich will ein Pet. Ich will ein Tier. Frizzy sagt, ich will ein Pet bekommen. Ja, das heißt, aber... Welches Pet, ob es noch andere gibt, das wäre natürlich jetzt ganz interessant zu wissen, ne? Ich denke schon. Drachen und sowas, die sind doppelt so groß wie... Ja, bitte. Welches Pet werde ich bekommen? Ich glaube, ich habe leider nicht viele... Ich muss leider sagen, ich habe nicht viele verschiedene Haustiere. Du wirst... du bist nicht der Einzige, der sich um Tiere hier kümmern möchte. Meine Güte, denen muss es aber richtig gut gehen, den Tieren. Du fängst mit einer... Schildkröte an? Jawoll! Was? Aber jedes Tier kann getamed werden mit dem richtigen Wissen. No, heißt das, wir haben eine... Warte, wie hießen... Gott, Schildkröte. Wie hieß denn die Schildkröte von Rainbow Dash? Rainbow Dash hat doch eine Schildkröte gehabt. Ja, mit dem Propeller-Schild. Ja.
Ah, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ah! Eine Schildkröte, die sind so langsam. Eine Schildkröte, aber die sind so langweilig. Eine Schildkröte, aber sie sind so schwach. Sag mal, sind wir Rainbow Dash? Vielleicht müssen wir diesen Prozess auch durchleben. Sie sind so langsam. Den Rest, finde ich persönlich, ist jetzt lang... Gemein. Vor allen Dingen sind sie nicht langweilig und schwach mit dem Panzer. Dickes Schildi. Sie sind einfach nur langsam. Das ist eine Tatsache. Ja. Schildi, die Schildkröte. Hast du jemals eine Schnappschildkröte getroffen? Die tun ordentlich weh. Das ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem langsam sind. Auch wenn Schnappschildkröten gut wehtun, wenn sie zubeißen, sind sie trotzdem langsam. Das war Erik Erklärung dazu, ne? Nun zu den Basics. Wir müssen uns natürlich darum kümmern, dass das Tier gesund und glücklich ist. Natürlich. Das machen wir, indem wir, wie immer, wie bei jedem Lebewesen, ihnen Tonnen von Liebe zukommen lassen. Das ist eine Lektion, die ihr auch außerhalb von Haustieren auch auf andere Lebewesen übertragen könnt. Glücklich und gesund wird man dadurch bleiben, dass man Tonnen von Liebe bekommt. Also geht raus und knuddelt die erste Person, die ihr auf der Straße seht. Das wird dezent gruselig enden. Außer sie sitzt auf dem Fußboden. Was? Nix. Vergesst nicht, Freundschaft ist eine der stärksten Kräfte, die man mastern, meistern kann. Wo war der Schlauch? Da stand da drauf. Ja. Unsere Beziehung mit unserem Haustier wird stärker mit der Zeit und so werden auch unsere Fähigkeiten stärker werden. Was ist da gerade umgefallen? Nichts. Sehr gut. Leider kann sie uns nur die... Dein PC ist umgefallen. Dein ganzer PC, bomb. Leider kann sie uns nur die Grundlagen von Tierfähigkeit, von Tier... Care erklären. Es ist heute nicht spät. Es ist warm. Es ist warm. Immer eine Ausrede. Puh. Es gibt ein anderes Pony, was uns mehr über Selbstverteidigung erzählen kann. Kein Pony ist perfekt und so ist es auch. Ich bin perfekt. Nicht das Leben. Nein, bist du nicht. Man sollte halt immer, wenn man auch sich um seine Tiere kümmern, gerade gegen größere und bösere Tiere. Nein. Unser Tier wird uns auch helfen. Er wird uns auch zurückhelfen. Also wird diese Hilfe erwidern. Das ist doch gut. Das klingt fantastisch. Wer ist dieses andere Pony? Aber ich möchte nicht, dass mein Pony verletzt wird. Mein Pet. Ich möchte doch nicht, dass mein Pony verletzt wird. Was nehmen wir? Spricht mit dem dritten Person. Ich weiß nicht, du. Ich? Du. Ich möchte nicht, dass mein Pet verletzt wird. Okay. Das verstehe ich. Und deswegen sollten wir mit Sandy Silver reden. In Kentamore. Was? He works as an animal control officer based out of Kentamore? Nee, vor Kentamore. Also, der ist vor Kentamore, nicht in Kentamore. Mhm, Sie haben zusammengearbeitet und er wird uns alles erklären, um unser Pet sicher und heile zu halten. Mhm. Er ist gerade in ihrer Hütte, in den Heartlands. Das ist eine gefährliche Gegend. So. Hier ist unsere Schildkröte. Bip. Da. Wem sollen ihm einen Namen geben? What? Wo ist die Schildkröte? Turtle Egg. The real question is how the turtle gets back inside it. Some mysteries. Die wahre Frage ist, wie kommt die Schildkröte wieder zurück ins Ei? Okay, ich hab die Quest nicht. Haha. Wie löse ich die denn aus? Use. Das ist ja keine Turtle. Ich habe eine Schildkröte. Ich habe eine Schildkröte! Aber dann müssen wir für Traffi jetzt... Die Knopf... Ja. Was macht die? Was geht mit deiner Schildkröte? Nein, bist du... Was hat die gerade gemacht? Was geht mit der? Jawohl! Was eilt uns das? Wir müssen mit Traffi erstmal noch zu seiner Quest denn machen. Das ist. Was geht mit dieser Schildkröte? Nein, ich möchte meinen Hasen. Dankeschön. Denn sicherlich wird es
in die gleiche Richtung gehen? Fragezeichen? Du musst es ja... Hatte, ja? Ab wir die Quest hatte nothing a billion bandage can't fix. Nein. Die müssen wir jetzt für dich noch machen. Wo müssen wir dafür hin? Erzähle. Wir müssen in den Norden. Wir gehen in den Norden. Mein Inventar ist fast... Ah, nee, man kann runterscrollen. Ist kein Neverwinter. Ich brauche mehr Taschen. Es ist so warm. Ja, es ist... Und trotz, dass hier Schnee liegt. Ja, das ist echt heftig, also. Miau. Klimawandel ist Wheel. Ist ein Rad. Ist ein Rad. Ich muss hiermit sprechen. Sprich mit. Ist aber auch ganz schön. Das ist, du hattest ja bei Frizzle eine andere Aufgabe gewählt. Und nicht das Pet Caring, sondern das Heiler sein. Wo rennst du hin? Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Das ist erstmal richtig, du hast keine Ahnung. Das ist erstmal richtig, aber genau, was sagt denn deine Quest? Traffi. Meine Quest sagt, Castle Negation auch an. Aha. Aha. Mhm. Okay. Mhm. Und jetzt? Oh, jetzt ist hier wieder Ewigkeiten Text. Okay, doch nicht. Klick, 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 klick. Was soll ich jetzt? Hättest du ihm mal zugehört? Das gleiche soll ich jetzt darauf machen. Hättest du mal zugehört? Aber nein, Traffi. Jumpt hier einfach forward. Und jetzt soll ich wieder in die scheiße Mine? Gut, gehen wir in die Mine. Okay. Ab in die Mine. Was sollst du da tun? Ich guck gleich. Also. Traffi. Wir müssen tun? Talk to Silverschimmer. Da. Und dann vielleicht die 5 Rubies holen, um dadurch wieder zu ihr zurückzukommen? Da? Was bist du denn? Wo kommst du denn her? Husky Diamond Dog, lol, wieso ist der hier oben? Keine Ahnung, aber er greift uns an. Ah, ich hab keine Energie! Cool. So. Ren safe. Ach so, der ist wegen mir aufgetaucht. Hättest du den jetzt auch töten müssen? Ich hab den getötet. Sowieso. Du bist hier der Killer von uns. Report. Was? Report back to Kevin. Cool. Cool. Dann reporten wir mal jemanden. Ja. Okay, jetzt soll ich wieder zu dem Zelt. Es gibt einen Sprint? Es gibt einen Sprint? Vielleicht. Ich habe gerade gelesen, dass Erdponys länger sprinten können. Deswegen bin ich nicht mehr so schnell. Das kann sein. Vielleicht hast du wirklich einen Sprintknopf. Du machst das mal gerade. Und ich guck mal schnell, ob es hier Movement Sprint irgendwo gibt. Ich bin bei der Princess. Na gut. Wo bist du? In Cantermore. Your medical has increased to level 5. Glückwunsch! Okay, gut. Dann mal Imi, komm, wir gehen ins Herzland, würde ich sagen. Ja, wir nehmen die Bahn, oder? Könnte Lotte das fahren? Traffi abholen und dann. Wieso abholen? Oh, hä? Ich sehe nicht, dass wir ihn abholen. Ach, kann ich gefälligst mitkommen? Ich habe hier einfach einen komplett anderen Questpfad genommen und habe jetzt total andere Dinge. Das ist natürlich sehr gut. Soll ich mal zu euch zurückkommen? Wenn du kannst. Ich bin ja am Bahnhof. Ja, dann müssen wir ja auch hin. Wir müssen ja auch zum Bahnhof sozusagen. Naja, relativ. Du gehst einfach die Straße entlang. Ich hol ihn mal ab. Jetzt bin ich noch größer geworden. Du bist größer geworden? Ich bin größer geworden. Kleine Pony sind doch Fohlen. Hast du da einen Schönheitsfleck bekommen? Hatten die nicht dauernd? Nein, wir haben noch keinen Schönheitsfleck. Na, unter der Rüstung natürlich. Nein. Du hast schon Schönheitsfleck? Zeig mir deinen Schönheitsfleck! Zeig mir deinen Schönheitsfleck! Zieh die Rüstung aus! Zieh dich aus, Baby!
Du hast so, du hast Kai? Nein! Aber das ist wirklich... Alter, was bist denn du für ein Riesenpony? Aber es ist immer noch ein F. Ich finde halt... Du hast ein schönes Fleck! Woo! Glückwunsch! Du hast ein schönes Fleck! Ja! Trabi hat ein schönes Fleck! Ich habe alles falsch gemacht. Das sowieso. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt unser schönes Fleck holen. Ja, ich folge euch mal unauffällig. Juhu! Auf geht's! Miau! Ich bin aber halt echt 3 Jahre schneller als ihr. Drei Jahre schneller? Sprint gefunden? Nee, gibt keinen Sprint. Ab ins Herzland! Hat Wald? Ja, ich sag einfach Wald. Guck mal da, Bäume. Wir sind kein Wald. Ich will mich schon wieder in den Evershade ver... Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Ich bin noch nicht da. Oh, ist das schön. Wir müssen nach Cloud Po... wir müssen nach Cloud Popolis. Cloud Polis. Nicht Cloud Popolis. Das ist was anderes. Oh, das ist voll schön. Wir sind doch keine Party. Sind wir in keiner Party? Nein, woher denn? Oh, wir sind ja gerade eingeloggt, alle. Stimmt. Oh. Einmal mit Profi. Du Chef. Oh, wie groß Raffi ist. Er tritt auf mich ein. Ich hab eine Freundschaftsanlage von irgendjemand anders bekommen. Ich kann nicht. Doch, invite. Und invite. Ich hab eine Freundschaftsanlage von jemand anders bekommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hier sind Feinde, aber der ist Level 3, der lebende Busch. Lass mich! Wofür? Warum? Ich bin Level 2, hallo? Das ist ja nun deine Unfähigkeit, nicht meine, also... Ey, was ist das hier für eine blöde Wolke? Was ist das? Boden? Das war mein... das konnte ich machen. Ich hab Heu bekommen! Alter, ich hab Heu! Wow, das kann ich essen! Geil, Heu. Ah. Was denn? Wollen wir Apfeldryaden angreifen? Die sind nur Level 6. Welches Level? Oh, Level 6. Oh Gott, falsche Taste. Die sind so schön. Die sind echt schön, ne? Oh, die halten aber ordentlich was aus. Oder? Jo. Oh, ja, mit unserem Super Pony hier, was schon fast erwachsen ist, ist das nun echt kein Problem. Voll schön. Voll schön gemacht. Wirklich süß, diese Karte. Jetzt haben wir hier noch mehr Bäume, die schweben. So süß. Vergesse. Hui, ich hab Weed bekommen. Alter, ich hab Heu und Weed. Oh, lecker. Nom, nom, nom. Ich hau mir erstmal was in den Kopf. Woo. Ich hab hier auch... Woo. Was hab ich hier auch? Ich hab hier auch eine Quest. Hast du auch eine Quest? Ich glaub. Glaubst? Da drüben auf den Heufeldern? Irgendwie ganz grob. Ich glaube nicht, dass wir über den Fluss rüberkommen, so. Ich glaube auch nicht. Wir gehen den regulären Weg. Ich weiß nicht. Über sieben Brücken musst du gehen. Steht hier Danger! Ja! Da will ich nicht hin. Nein. Das heißt, da muss man. Nein. Wir gehen nach Midway Village. Schöner Name. No. Das ist wirklich schön. Was ist das da hinten? Vögel, Hopien. Ja, ich kann sie nicht anklicken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hallöchen, Anise. Müssen wir mit... Nö. Nö, wir müssen mit keinem reden, aber die sind echt schön. Die ist echt schön hier. Doch, wir müssen ja die eine Dame finden. Ich glaube, da müssen wir einfach nur... Der Herr. Hier die Felder entlang. Na, hier lang weiter, laut... Karte. Na, hier nicht. Was, aber da geht's doch nicht übers Wasser, da kommt er doch nicht lang. Das ist ein Rock Level 9. Da kommt man doch da oben in das Häuschen mit dem. Wie bist du da hingekommen? Bist du rüber schwimmen? Kann man da rüber schwimmen? Ja, weil hier eine ganz dünne Stelle ist. Okay. Hier. Bist du drüber gesprungen oder was? Ja. Du bist aber auch viel größer, du musst bedenken, dass du viel größer bist als wir. Ja. Ha. Du bist ein Kaninchen. Und?
Das erinnert mich an die eine Folge mit Pinkie Pie, mit dem Drachen, wo Fluttershy Angst hatte, über was drüber zu springen, über so eine Klippe. Ja. So, wir müssen, nee, da müssen wir nicht hin, wir müssen nicht zu dem Haus. Auch wenn das schön ist, aber da müssen wir nicht hin. Was ist das hier? Wir müssen so zu den Harpien, die da sind. Ein Cockatrice. Ein Hahn? Oh. Wo seid ihr? Ja. Oh, hallo. Nein, wie süß! Das, die sind, Vorsicht, die können euch versteinern. Der dürft ihr nicht in die Augen gucken, der kann euch versteinern. Nimmst 245 Schaden. Nee. Uiuiuiuiuiui. Das war knapp. Fast in die Augen geguckt. Ich hab gar nichts gesehen. Ja. Grün. Oh, hier ist schon wieder Mucke. Wir müssen hier hoch, da geht's lang. Wir sind, glaube ich, so vom Weg ab. Jetzt kommen wir zu dem Rock. Oh Gott, die sind aber dezent groß. Hinter uns, ach, hier ist noch ein Vieh gerannt an euch dran. Ja, na gut. Was? Nix. Gut. Konzentrieren wir uns auf The Rock. Auf das da. Ich kann das gar nicht anklicken. Achtung. Komm her, Rock. Rocky. Wer schießt hier so eine Ich bin tot! Der Strahl. Ich auch. Der. Der Treffi steht da drin und dem passiert nicht. Wir sterben hier einfach, oder was? Ich krieg halt kaum Schaden. Ich hab voll Level. Ja. Guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, es war eine Abkürzung. Das war eine gewollte Abkürzung. Das ist unsere Hasen hier, ne? Also es ist tot. Was? Willst du mich rollen? Ich hab keinen Schaden gekriegt. Was bist denn du für ein Cheater? Okay, wir müssen aber eh wieder den Weg entlang. Wir müssen aber eh dort hinten hin. Ja, keine Ahnung. Die Apfelbäume sind auch schön. Ich hab die ganze Zeit Akkumusik hier. Ja, das ist normal, weil Traffi noch die ganze Zeit gegen den OP, gegen das OP-Monster gewinnt. Ich hab Vogelscheuche. Du bist eine Vogelscheuche. Da wo es brennt, da müssen wir hin, oder? Ja. Wir müssen löschen. Ich hab hier eine Biene, ich hab eine Biene am Arsch. Ja. Ach, das seid ihr. Training Dummy. Birch-Striade? Will ich kämpfen? Ach da. Bist du feindlich? Birch? Nee, ne? Du bist nicht feindlich. Das ist keine Biene, das ist eine Horny. Eine Horny. Da ist auch einer unterwegs. Wo ist das Zeichen schon wieder? Alter, du bist am Haus, ja? Ja. Gut. Die sind echt schön. Warum greifst du den an? Mach ihn. Dort ist noch was Schaden. Aber die Nein. Okay. Na gut. Wir müssen mit Sandy Silver reden. Sandy, rede mit uns. Hallo meine jungen Fohlen, gibt's da irgendwas, was ich euch für euch tun kann, wie ich euch irgendwie helfen kann? Wenn es Probleme gibt, zeigt mir, wo sie sind. Andererseits, sonst redet. Mhm. Falls wir nicht reden können, sollen wir noch zeigen, oder was? Polly Poppet hat mich hierher geschickt, um mehr über die Verteidigung meines Pets zu lernen. Polly hat euch geschickt. Nun, es ist gut zu wissen, dass es Fohlen gibt, die ebenfalls die Tiere schützen wollen. Es gibt nur eine Sache. Nee, es gibt eine Sache, die ich zuerst wissen muss. Was möchtest du mit den Tieren machen? Polly gab mir eine Schildkröte. Glaubst du, dass du mir erklären kannst, wie ich sie verteidige? Ich habe Probleme zu lernen, wie ich mit meinem Tier kämpfe. Ich möchte mich einfach nur um meinen neuen Freund kümmern. Guten Freund kümmern, Punkt. Ja. Gut, aber sich kümmern heißt auch, dass man sie in einer Welt voller Gefahren schützt. Es ist gut zu lernen, wie man sie vor diese Gefahr, vor diesen Gefahren schützt. Ja. Okay. Wenn du rausgehst und siehst, was die Welt für euch bereithält, dann wirst du eine Entscheidung treffen müssen, ob du kämpfst oder fliehst.
And the best for ways to protect yourself. Wenn ich erkläre dir, wie du dich und dein Pet verteidigst, das ist das, was ich machen kann. Okay. Ready to learn oder let's do this right. Ready to learn. Okay, ich hätte übernehmen. Können wir. Ja, ist doch ein bisschen egal meistens, ja. Ich glaube schon, das ist das. Ja. Wenn man sich, wie man sich um das Tier kümmert, um sich um die Tiere zu kümmern, musst du sie leiten. Du sagst ihnen, was zu tun ist, und ihr müsst aufeinander vertrauen. Ja? Du und dein Tier, ihr könnt zusammen gegen Feinde kämpfen, aber seid euch eurer Umgebung bewusst. Ihr sollt immer eure Verteidigung hochhalten und die Umgebung zu unseren Vorteilen nutzen. Ich möchte, dass du so tust, als wären diese Training-Dummies Feinde und würden euch angreifen. Nutzt diese Fähigkeiten, die ihr jetzt habt, und knockt 3 dieser Trainings-Dummies aus. Okay. Wie auch immer, du musst den Final Blow, also den finalen Schlag, landen. Es ist nicht fair, darauf zu bauen, dass dein Pet alles für dich tut. Okay. Okay, okay. Ist das schön. Wir sollen mich selber angreifen. Ich hab schon mal. Ich weiß aber nicht, wie mein Pet angreift. Ich hab da die. Ich hab das ja gelernt. Und benutze das einfach. Du machst trotzdem keinen Schaden, Amy. Ach nee, das war der Hase. Ich sehe hier auch nur durch einfach mal. Ich weiß, die Frage ist, ob mein Hase das auch kann. Das ist die große Frage. Oder ob ich die Schildkröte nehmen müsste. Ach so, ja. Ne? Wäre ja auch so ein Ding, ne? Das wäre ja auch so ein Ding, ne? Aber ich glaube, ich hab's geschafft. Schön. Du auch? Ja. Dann reden wir mal wieder mit Sandy. Ja. Wie war ich? How was that? Wie war das? Du hast dich gut geschlagen für den ersten Kampf gegen sich nicht wehrende Strohpuppen. Ey, die haben zugehauen. Was? Ich hab keinen Schaden, die fressen. Okay. Eben auch, wenn es nur gegen Training Dummies war. Oh Gott, so viel langen Text. Ich glaube, dass du alles hast, was es braucht, um sich um Tiere zu kümmern. Wenn du nur ein bisschen älter, wenn du ein bisschen älter wärst, würde ich dir anbieten, den Kentamore Animal Control zu joinen, also da teilzunehmen. Oder Teil davon zu werden. Komm in ein paar Jahren nochmal vorbei, wenn du immer noch interessiert bist. Also Realtime-Jahre. Genau, Realtime-Jahre. Ihr habt außerdem genug gelernt, um einen Skill zu lernen, das deinem Pet Homefield Advantage gibt, also Heimvorteil gibt. Mhm. Das habe ich aber schon. Practice with it when you get. Wir sollen damit üben, wenn die Möglichkeit besteht. Ich habe deinem Lehrer schon berichtet. Sie sollte dein Zertifikat haben in Tierkontrolle, Tierschutz. Wir werden ausgezeichnet. Ja. Wir sollen ja immer um uns sorgen oder auf uns aufpassen und auf unser Tier. Your animal has increased to level 6. Ich habe mich teleportiert. Ich auch anscheinend. Jemand denke ich noch mal. Oh, ihr habt jetzt auch ein Dingsflag. Das weißt du noch gar nicht. Ich teleportiere mich gerade. Doch, ich sehe dich ja noch. Wir stehen. Ich habe Standbild. Ich auch, ich höre Wasser rauschen. Ja, ich auch. Das ist gemein. Wie, du musst auf Klo? Warm. Achso. Also Maemi nicht, aber Kontakt. Maemi ist tot. Maemi ist bei mir tot. Maemi hatte bei mir keine Lebenspunkte. Juhu. Oh, you have reached the world edge. Das ist immer schön. Dankeschön, dass ich das Ende der Welt erreicht habe. So, ich bin wieder da und ich bin erwachsen. Ich bin erwachsen. Das wurde aber auch mal Zeit. Wie Trabi einfach gerade durch den Bildschirm geflogen ist. Das sah super aus. Das musst du dir angucken auf der Folge. Das sah so gut, dass ich sage, ich bin erwachsen und du fliegst durchs Bild. Ah, schön. Ja, das war gewollt. Das war gewollt, ja, ich weiß. Wie cool. Guck, hast du mein Schönheitsfleck schon gesehen?
Ja, man sieht ihn kaum, man sieht nur zwei rote Punkte. Ja, aber es ist doch nicht, es sind zwei rote Punkte, die durch die in die Finsternis starren und dir die Seele aussaugen. Ja, es sind sogar pink, ja. Mit einem gelben Hasen. Gelb? Gelb? Beige. Müssen wir dir nochmal die Farben erklären? Wo ist links, Katafi? Ach, Ruhe. So, ich muss mal... Wir stehen immer noch bei Sandy. 7496? Nee. Was hab ich? Voll die zottelige Mähne. Voll die geile Mähne, oder? Die ist richtig cool. So, wo bist du, Miami? Hier. Ach, hier. Na dann. 7496? Ach, da ist sie. Da. Du hast auch Schneeflocken. Schneeflocken. Ihr seid trotzdem kleiner als ich. Sind wir gar nicht. Natürlich. Ich bin genauso groß wie du. Ja, aber Miami ist kleiner. Ja, Miami ist halt auch kleiner. Katafi, du bist auch kleiner, also. Nein, bin ich nicht. So. Ich finde, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um diese Birch-Dryade anzugreifen. Tot. Tot. Und dann, mein Animal-Control-Skill hat sich erhöht. Yay! Ich hab wieder eine Potato gekriegt. Ich hab auch eine Potato und drei Daisies bekommen. Aber, wir machen für heute erstmal Schluss. Haben wir auch neue Quests bekommen? Weiß ich noch nicht, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Wir müssen wieder zurück, um unser Zertifikat abzuholen. Wir haben ja jetzt Jahre hier verbracht, rumstehend. Ja, apropos rumstehend, komm mal schnell her, das musst du noch sehen hier. Ich muss, wo muss ich? Hier hoch, nicht so hoch. Ja, hoch. Ja. Da im Fluss. Was ist das? Das ist auch eine Birch. Und eine Vogelscheuche. Und die Birch ist nur Level 5, die habe ich von gekillt, easy. Du schwimmst, Miami schwimmt erstmal hin. Ich schwimme noch gar nicht, ich stehe doch hier. Gott. Dann würde ich sagen... Was lachst du? Das war ich, der da so, wollte. Achso, ich verwechsel gleich mal. Ihr seht so gleich aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind endlich erwachsen. Halbwegs. Aber wir haben unser Schönheitsfleck und jetzt können wir... Alter, seht ihr die Statue da hinten? Wo? Links von uns? Ja. What the fuck sind das bitte für riesige Steinstatuen von... Ponys? Das sind Ponys? Das sieht aus keine wie ein zweiköpfiges Ding. Kann auch sein. Okay, wir sehen... Miami läuft schon mal hin. In 100 Folgen werden wir sie wiedersehen. Ich will nur gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.